Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vergleichstest. Ups, da fällt es mir fast schon runter. Wir gucken uns an Rinderrouladen von vier verschiedenen Marken. Einmal, du darfst für 2,49 Euro, 2,99 Euro, je nachdem, wo man schaut. Und da müssen wir auch so ein bisschen drüber sprechen, warum du darfst eigentlich, du darfst es. Und besonders leicht, Rinderroulade mit Kartoffelpüree und Rotkohl. Dann von Erasco für 2,99 Euro, die Rinderroulade mit Nudeln und Rotkohl. Gilt natürlich auch, mal ist es ein bisschen günstiger, je nachdem, wo man es kauft. Rinderroulade von Aldi Nord bzw. La Finesse mit Kartoffeln und Rotkohl. Und von Ja, die Rinderroulade mit Kartoffeln und Rotkohl für 1,99, 1,89, je nachdem, habe ich beide Preise jetzt nochmal im Nachhinein gefunden, jeweils 1,99, 1,89, aber ja, wie gesagt, nochmal deutlich günstiger als die anderen. Und wir gucken so ein bisschen auf die Zutaten, auf die Qualität und natürlich auch auf den Geschmack. Wie viel Rinderroulade bekommt man oder allgemein, ja, wie schmeckt es? Das ist ja hier natürlich irgendwo auch das Wichtigste, doch zuerst schauen wir einmal genauer drauf. Fangen wir mal an mit dem Markenprodukt von Erasco. Soße ist natürlich jeweils dabei. Hier haben wir Nudeln und Apfelrotkohl. Das Ganze natürlich ohne Geschmacksverstärker und so weiter. 460 Gramm sind drin. Und das geht bis auf die Ausnahme von du darfst alles in eine gleiche Richtung bei den verschiedenen Sorten. Wichtig hier, wir schauen uns diese eine Sache bei jeder an, sonst wird es hier so ein bisschen zu umfangreich, aber ihr könnt natürlich auch immer pausieren, wenn ihr euch die Zutaten genauer anschauen wollt. Wichtig ist natürlich, wie viel Rinderroulade haben wir eigentlich? Und zwar haben wir 19%, 31% haben wir hier zum Beispiel Nudeln und Rotkohl haben wir hier 20%. Also Roulade, das Wichtigste, 19%. Hier haben wir die von Aldi Nord. Wo haben wir hier die Zutaten? Haben wir hier. Wir haben hier 23% Rinderroulade, also ein bisschen mehr. Man muss natürlich aber auch schauen, wie ist diese Rinderroulade denn zusammengesetzt. Bei der 23% Rinderroulade haben 58% Rindfleisch, denn es kann ja sein, dass irgendwie auch sowas wie Gemüse als Füllung viel benutzt wird. Was haben wir hier für eine Angabe? 56% Rindfleisch. Also trotzdem haben wir hier am Ende, wir haben in der Roulade einen größeren Anteil und auch insgesamt mehr Roulade. Also ist jetzt hier zum Beispiel schon Aldi, was den Fleischanteil angeht und damit natürlich auch den teuersten Anteil, schon mal ja, am meisten vorhanden. Wir haben genau, danach haben wir Rotkohlzubereitung und dann Kartoffeln, gut hier in dem Fall Nudeln, aber an sich auch ganz klassisch mit Apfelrotkohl. Ich weiß nicht, wie ihr Rouladen ist, das könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr schon dabei seid, gerne auch ein Kanalabo dalassen. Herzlichen Dank dafür. Jetzt kommen wir zu Du darfst und die fallen ein bisschen heraus, die hier wohlbemerkt auch 480 Gramm, wie gleich von Ja auch. Wir haben hier 400 Gramm und dadurch kommen zum Beispiel auch, dass viele Du darfst Produkte einfach als Portion wenig Kalorien haben, aber auf 100 Gramm bezogen haben die teilweise sogar mehr Kalorien als irgendwie ein Produkt von Erasco. Ich habe da mal so ein bisschen verglichen. Aber oft haben sie eben dadurch weniger Kalorien, dass einfach weniger Inhalt drin ist. Und das ist natürlich totaler Beschiss, weil, ja gut, dann esse ich einfach gar nichts und das Gericht hat am wenigsten Kalorien. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich totaler Unsinn, sowas. Oder es wird mit sehr viel Soße gearbeitet, denn Soße hat weniger Kalorien als alles andere, was meistens im Essen drin ist. Und so wird dann auch oft getrickst. 400 Gramm hier an der Stelle. Wir haben hier als erstes Rotkohl. Ne? Damit kann man es auch nach 29% Kartoffelpüree. Wir haben 23% Rinderroulade. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, damit am... Ne, hier haben wir 19%. Entschuldigung, was hatten wir bei Aldi nochmal? Da hatten wir... Ich kann das nicht alles merken. 23%. Okay, also ungefähr gleich viel. Aber letztlich halt eine kleinere Portion und damit natürlich auch weniger Einsatz. Hier haben wir Kartoffelpüree. Also haben wir bis jetzt Nudeln, Kartoffeln, Kartoffelpüree. Und bei Ja ist es so, dass wir da auch Kartoffeln bei haben, wobei das eher ja, nach so sehr kleinen Stückchen aussieht. Und auch Rotkohl. Hier haben wir ebenfalls 480 Gramm. Gleich teuer wie die Sorte wie von Aldi. Hier haben wir... Wow! Moment. Rinderroulade in Soße, 52%. Davon sind 44% Rind. Jetzt muss man nämlich aufpassen. Hier, das sind solche Trickser, sind das alles. Pass auf. Wir gucken uns das einmal ausführlich an. Man mag jetzt zwar denken, dass wir hier 52% Rinderroulade haben, drin haben. Boah, mehr als doppelt so viel als bei den anderen. Nein, haben wir nicht. Wir haben nämlich hier Rinderroulade in Soße. Das mit 52% vorhanden ist. Und von diesen 52% ist aber nur 44% Rinderroulade. Sprich, wir kommen hier auch auf nur ungefähr 23-24% Rinderroulade. Also nicht mehr als bei anderen. Das ist alles ein Getrickse hier. Ne? Das ist unglaublich.
Das ist unglaublich. Genau. Und dann wieder davon, ne? Man muss ja sagen, 44% von 52% und von davon dann 58% ist Rindfleisch. So, ne? Das ist, ja, tricky. Kartoffelzubereitung haben wir hier und dann eben auch Rotkohl hier mit 20%. Wir können ja auch gerne einmal hier, gut, ihr könnt das jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber wenn wir mal kurz so auf die Nährwerte draufschauen, ich überfliege sie einmal kurz, das soll jetzt hier natürlich nicht das Wichtigste sein. 76 Kilokalorien pro 100 Gramm bei Du darfst, 79 bei Ja, da sehen wir eben wieder, hat gar nicht viel weniger Kalorien. Bei der von Aldi haben wir auch 79. Ah, da fällt uns übrigens schon was auf. Da fällt uns übrigens schon was auf bei den beiden. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, aber jetzt wissen wir es. Man muss es dann ja gleich vielleicht auch erschmecken. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Ja? Hier haben wir 99 Kilokalorien, also die höchsten Nährwerte, aber damit vermutlich auch den höchsten Geschmack. Wird hier vermutlich daran liegen, dass wir Nudeln drin haben. Nudeln haben mehr Kalorien als andere Sachen. Wenn wir nämlich zum Beispiel mal hier die Kohlenhydrate vergleichen, haben wir hier am meisten Kohlenhydrate wegen der Nudeln und deswegen hier auch am meisten Kalorien. Die beiden hier werden vom gleichen Hersteller sein, denn wenn man sich die Nährwerte anschaut, dann haben wir exakt die gleichen. Und tatsächlich würde dann auch hier die grobe Überschlagung der Rinderrouladenanteil hiermit zusammenpassen. 20% Rotkohl, was steht hier nochmal drauf? 20% Rotkohl, 18% Kartoffeln. Gut, hier haben wir 28% Kartoffelzubereitung. Ach so, nee. Ja, komisch. Warum es jetzt ein bisschen anders geschrieben ist. Aber ich glaube, dass es der gleiche Hersteller ist. Denn es ist zumindest alles gleich, was die Nährwerte angeht. Es ist die gleiche Gewicht drin. Warum dieser Prozentanteil jetzt ein bisschen anders ist, das muss ich gleich noch rausfinden. Vielleicht kommt die Erleuchtung gleich noch. Das hat man mir übrigens sehr einfach gemacht. Wingert Foods GmbH. Hergestellt von Wingert Foods GmbH. Ist natürlich die Frage, ob ich das jetzt wirklich aufmache. Es dürfte eigentlich genau das Gleiche sein. Wir können, wie doof. Egal. Wir gucken natürlich auch einmal ganz gruselig in die Packungen rein, bevor sie erhitzt sind. Denn erhitzt sieht das Ganze dann meistens noch mal ein bisschen besser aus. Ich muss jetzt die Schutzfolie aber drauf lassen, damit wir es gleich in der Mikrowelle zubereiten können. Das hier ist Du darfst. Ich weiß nicht, wie macht ihr es? Macht ihr es raus, dekoriert es euch dann schön auf dem Teller oder denkt ihr euch so, ach komm, egal, ich esse das jetzt einfach aus der Schüssel, soll schließlich schnell gehen. Das könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Von der Roulade sieht man noch nicht viel. Dann haben wir hier Erasco. Ja, mit Nudeln. Nudeln ist immer grenzwertig. Das ist immer wie so ein Block, den man fast schon rausschneiden kann. Seht ihr das? Wie das so ein Block Nudeln ist. Dann auch hier mit der Soße. Ich habe mich übrigens entschieden, nur eins der beiden Sachen zu benutzen. Es ist das Gleiche, es ist der gleiche Hersteller, gleiche Nährwert, alles das Gleiche. Ich kann euch sogar zeigen, dass diese Packungen die gleiche Fabrik verlassen oder zumindest vermutlich. Ich meine, steht ja wie gesagt auch drauf. Aber man sieht sogar hier, dass hier die Farbe des Aufdrucks hier, ne, von wegen Rinderroulade, Mindesthaltbarkeit, sagen, gut, kann es natürlich hier anders sein, aber ihr seht, dieser Druck aus der Fabrik ist sogar der gleiche. Ja, also von daher mache ich jetzt nur eins von beiden auf, denn, das sei hier natürlich auch wieder gesagt, ich habe mich darauf eingestellt, jetzt 2-3 Tage die Rinderrouladen nach diesem Test noch zu essen, aber so habe ich dann noch einfach eine Packung, die ich mir irgendwann mal alleine machen kann. Deswegen hier, die eine wird jetzt quasi sein, Aldi/Ja. So, die drei jetzt hier einmal als Vergleich. Die kommen jetzt in die Mikrowelle. Ich stapel sie übereinander, dass sie gleichzeitig erhitzt werden. Tausche dann ein bisschen die Position in der Mikrowelle, denn das erhitzt sich ja auch. Oh, jetzt darf ich nicht vergessen, welches... Oh, shit. Das muss ich jetzt gleich noch irgendwie rausbekommen. Welches was war? Achso, das kann man ja in den Nudeln erkennen. Puh, Glück gehabt. Aber welches ist denn hier Du darfst? Steht ja bei beiden Rinderroulade drauf. Oh nein, sag bloß, das Ding kommt ja auch aus der... Kommt auch irgendwie aus der... Warum sieht denn der Ausdruck gleich aus? Der Aufdruck. Auch von Wingert Foods. Aber anders zubereitet. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber gut, es ist zumindest ein bisschen was. Da sieht man mal, alles ist irgendwo das Gleiche. Aber das wird natürlich trotzdem getestet, denn wir haben hier eine bisschen andere Beilage dabei. Und vielleicht haben sie auch irgendwie was an der Roulade geändert. Wir gucken da jetzt einfach mal drauf. So, du darfst also. Roulade. Es riecht schon mal gut. Es kocht heiß, ey. Na komm schon, ich sehe schon gleich die rote Soße an der Tapete, ey. Alter, da muss man auch vernünftig abkriegen können, liebe Du darfst Entwickler. Finger sind komplett versaut. Also, ach nee, immer waschen gehen, ey.
So, also jetzt nochmal hier. Kartoffelpüree, Rotkohl und Roulade. Man sollte das Ganze natürlich immer so ein bisschen umrühren. Man sieht das ganz schön, das ist so ein bisschen abgebunden. Auch gerade das Kartoffelpüree, finde ich, das muss man auch immer umrühren, damit das so ein bisschen aus dieser reingepressten Form entweicht. Ja, das sieht man auch, da hat sich ein bisschen Wasser abgesetzt. Die Roulade, die sieht soweit ganz gut aus. Hier, ne, viel Soße. Und ja, ne, ich finde, die ist auch ganz, ist recht nett angedickt. Bei den beiden hier, bei dem Aldi und so weiter, haben wir innen drin noch Schweinefleisch. Bei der von Ja und die von Aldi natürlich, da haben wir noch Schweinefleisch mit reingearbeitet. Bei der Rinderroulade haben wir hier tatsächlich auch, vermutlich, weil es die gleiche Fabrik ist. Und vielleicht ist es sogar exakt die gleiche Roulade. Ich werde jetzt mal anschneiden. Probieren tun wir gleich. Sehr weich und man sieht auch sehr dünn das Fleisch. Also man hat hier ja wirklich fast mehr Füllung als alles andere. Sieht jetzt hier nicht sehr appetitlich aus, aber so ist das eben bei solchen Gerichten. Also man sieht sehr, sehr viel Füllung auf jeden Fall auch. Kommen wir als nächstes zu den von Aldi bzw. Ja. Eine andere Kartoffelzubereitung, ja, hier ist so ein bisschen so Grünzeugs mit bei. Auch Soße, die Roulade sieht auf den ersten Blick ein bisschen anders aus, aber vielleicht ist sie einfach nur anders geformt. Diese Scheiße hier bekommt man wieder nicht vernünftig ab. Der Rotkohl sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Ist so ein bisschen, ja, brauner. Der hier, der ist viel röter hier. Der von Du darfst. Wo es die gleiche Fabrik ist, merkwürdig. Also ist so ein bisschen dunkler. Vielleicht, das kann aber daran liegen, dass der Rotkohl vielleicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, er wird dunkler, wenn er länger gelagert ist. Also vielleicht ist die Packung hier vorher zubereitet worden. Ansonsten sieht die Soße tatsächlich ziemlich gleich auch aus. Wahrscheinlich echt ein anderer Püree und dann einfach mehr Soße reingemacht und schon ist es, du darfst und kostet mehr. Also die Roulade, die sieht aber auch sonst soweit ganz gut aus. Es ist halt eine kleine Roulade, natürlich nicht so, wie wenn Oma oder sonst wer einem eine Roulade zubereitet. Aber das schwimmt hier richtig drin. Das finde ich ganz gut. Und hier, ja, man kann jetzt leider die Schnittfläche nicht so gut sehen, aber hier haben wir auch so eine Füllung drin. So, dann kommen wir zu den Nudeln, damit ihr das wenigstens einmal alles gesehen habt. Oh, hier sieht das aber nach dürftigem Rotkohl aus. Also das ist jetzt hier die Männerportion mit mehr Nudeln. Kein Grünzeugs oder Rotzeugs in dem Fall oder weniger. Und ja, die Roulade, die hat hier, die sieht für mich aus, wie ein bisschen mehr Struktur hat das Fleisch, aber das muss jetzt nichts heißen. Ansonsten sieht die Soße ähnlich aus. Die Nudeln, ich finde, Nudeln ist in so fertigen Gerichten immer sehr undankbar. Es gibt eben, wie gesagt, immer so einen Block, das zerfetzt dann fast schon. Man müsste die wirklich eher trennen, vielleicht einen Schluck Wasser drauf geben. Also Nudeln haben nie so eine schöne Konsistenz in solchen Gerichten, wie ich finde. Aber wenn man Nudeln haben möchte, kommt man nicht drum herum. Rotkohl hier, ja, deutlich weniger auf jeden Fall. Und die Rouladengröße sieht ähnlich aus. Ne? Haben wir ja auch an den Zutaten gesehen, dass da ungefähr gleich viel drin ist. Ich weiß es nicht. Ich hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Erasco hat auch Schweinefleisch drin. Okay, also sie sind alle drei gleich gemacht. Ich persönlich kenne das so gar nicht. Ich kenne das gefüllt mit Zwiebeln, Gewürzgurke, Senf eingestrichen und Speck oder sowas halt. Nicht mit so Rindfleisch drin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier haben wir auch richtig Fleisch drin. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier schmeckt. Fangen wir auch einfach mal in der gleichen Reihenfolge an wie gerade. Als erstes, du darfst. Man muss natürlich sagen, die Sachen sind jetzt schon ein bisschen abgekühlt, dafür nicht mehr kochen heiß. Also das sei dazu natürlich gesagt. Also ich dürfte jetzt nicht beurteilen, oh, das ist ja nicht mehr heiß, bin ich ja selber schuld. Also Kartoffelpüree. Schmeckt nach Kartoffeln. Ich persönlich mag es, wenn so ein bisschen Muskat dran ist. Konsistenz finde ich aber gut, obwohl es ist mit... Es schmeckt so ein bisschen, als ob es mit irgendwas abgebunden ist. Kartoffelpüree. Das dauert jetzt hier ein bisschen länger, ne? Kartoffelpüree, Wasser, Kartoffeln, Rapsspeise, Emulgatoren, Stabilisatoren. Ja, es schmeckt so ein bisschen abgebunden, wie ich finde. Also es hat einen kartoffeligen Geschmack, ist okay, ist aber jetzt nicht so geil. Der Rotkohl... Ich sage euch, gut gemachter Rotkohl und dann gehört da ordentlich Fett rein. Ich war mal mit meiner Freundin auf so einem Event, da gab es irgendwie Gänsekeule mit Rotkohl. Alter, der Rotkohl, die hätten alles an dem Abend behalten können. Desserts, Vorspeise, Entenkeule,
hier, nimmt, gib mir einfach einen Eimer von diesem Rotkohl. Der war so episch. Das war der geilste Rotkohl aller Zeiten. So lecker. Und ich will sagen, ein gut gemachter Rotkohl, hier ist kein Rotkohl, glaube ich, drin, der so lecker ist, aber ein gut gemachter Rotkohl, das kann das Highlight von einem Essen sein. Das war so lecker, also wirklich fantastisch. Der hat überhaupt keinen Biss mehr, sehr, sehr weich, recht süß. Man merkt, dass der sehr stark abgebunden ist. Das hat man auch bei den Zutaten gesehen. Leichte Essignote. Also, ich finde, er schmeckt jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht gut. So, einmal die Soße. Die sieht intensiver aus, als sie schmeckt, finde ich. Komme zur Roulade. Mal ein bisschen mit Soße. Oh, das ist aber große Stück jetzt. Es ist eine breiige Masse drin. Diese Rindfleisch, was auch immer, Füllung. Ich verstehe nicht, warum man das da reinmacht. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, fast schon unangenehm, weil das so, also von der Konsistenz, als ob Kartoffelpüree da drin ist. Das ist auch nicht so fest Rindfleisch, sondern irgendwie so eine Rindfleischmasse irgendwie. Was ist da noch drin? Füllung, 44% Füllung, genau, ist da drin. Schweinefleisch, Gewürzgurken, Zwiebeln, Paniermehl, genau, so streckt man das Ganze dann auch. Also, nee, tut mir leid, es schmeckt mir leider gar nicht. Man sieht es, wie gesagt, auch an den Zutaten. Es ist ja insgesamt sehr wenig Rindfleisch drin. Ne? 23% Roulade, davon 56% Rindfleisch. Sprich, wir haben hier insgesamt ja, 12% Rindfleisch drin. In dem Rinder, also insgesamt 12% ungefähr. Nicht, dass ich mich vertue. Also wirklich nicht viel. Wenn man Rinderrouladen selber macht, klar, je nach Berg oder Kartoffeln, Rotkohl, die man macht, sind es vielleicht auch nur 20% Rinderrouladen oder 25%. Aber ich finde hier, durch diese Masse, da geht das Rindfleisch schon selbst sehr unter. Das muss ich jetzt alles, das muss man halt alles irgendwo bedenken auch so, ne? So wie viel da drin ist, auch die Preise, die man bezahlt. Wobei, ganz ehrlich, wenn man 3 € bezahlt für ein Gericht, eine Rinderroulade, Rindfleisch ist teurer als Schweinefleisch. Sprich, wenn ihr sowas kaufen geht und ihr habt eine Schweinerolade, könnt ihr davon ausgehen, dass die Rinderroulade höherwertig ist, weil Rindfleisch ist teurer. Man darf auch bei 3 € nicht erwarten, dass das qualitativ gut ist. Da denke ich mir lieber dann sonst so ein Fertiggericht lieber für 5-6 € ins Regal stellen. Dann kaufe ich mir das halt, wenn ich mal wirklich was Gutes haben will, dann soll es aber auch gut sein. Es soll ordentlich Fleisch dabei sein, auch nicht das billigste Fleisch. Deswegen, ich muss euch auch ganz ehrlich gestehen, ich bin eigentlich so die letzten Monate davon ab, Billigfleisch zu kaufen. Ich esse relativ selten Fleisch, aber die Sachen, die stehen schon seit Monaten rum. Ich wollte schon längst das Video machen. Ich kaufe eigentlich nur noch Biofleisch. Man kommt bei vielen Gerichten nicht drum herum, weil ganz ehrlich, ich esse auch mal eine Dose Ravioli gerne und da ist leider auch kein Biofleisch drin. Deswegen tut mir das eigentlich so ein bisschen weh, so dieses. Ich glaube nicht, dass das sehr hochwertiges Rindfleisch ist. Ich glaube, das ist meine Meinung, ob das so ist, ich weiß es nicht. Vielleicht nehmen sie auch das beste Rindfleisch auf dem Markt. Vielleicht aber auch nicht. Deswegen, ja, bei 3 € darf man auch nicht, wer weiß, was erwarten. Das ist natürlich auch klar. Achso, das ist jetzt hier, Aldi, beziehungsweise, die Kartoffeln. Es fehlt extrem viel Salz, es ist überhaupt kein Salz drin. Ich finde gut, die Kartoffeln haben noch so ein bisschen Biss, das sind so Stücke, aber die sind in so einer weichen Masse. Also man hat jetzt nicht pure Kartoffeln, sondern eher so Kartoffeln mit irgendwie so einer Soße dran. Aber sehr, sehr geschmacklos. Also, Achtung, meine persönliche Meinung, es schmeckt richtig schlimm. Also schmeckt mir gar nicht. Schmeckt nach nichts und schmeckt viel schlimmer als das Kartoffelpüree. Meiner persönlichen Meinung nach. Jetzt kommen wir zu dem Rotkohl. Der riecht ganz gut. Ein bisschen dünner als der von Du darfst, wie ich finde. Obwohl sie gleich die Fabrik verlässt. Aber der ist anders. Der ist ein bisschen anders. Ist aber auch total zerkocht. Und der ist auch okay. Ja. So, kommen wir hier einmal zu der Soße. Ich glaube, das ist die gleiche Soße. Ja, wobei. Nochmal. Nee, es ist nicht die gleiche Soße. Die von Du darfst schmeckt ein bisschen würziger. Schmeckt mir besser von Du darfst, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir hier auch zu der Rinderrouladen. Sache. Oh, ich muss ja aufpassen, dass hier nicht die Soße auf meine Hose fällt. Mhm.
Mir kommt jetzt erstmal so vor, als ob diese Roulade hier ein bisschen mehr Stabilität hat. Und ihr habt das gesehen, die Angaben, der Anteil von Fleisch, die tun sich alle nicht so viel, aber die kommen mir so ein bisschen wertiger vor, so ein bisschen mehr Fleisch irgendwie. Sorry für den Schmatzer gerade. Also die schmeckt mir besser. Ich finde, hier kommt auch ein größerer Rindfleischgeschmack durch. Die Soße von Du darfst mit der Roulade von Aldi bzw. Ja, das wäre gut gewesen. Dann die Kartoffeln weg, dann nehmen wir das Kartoffelpüree und das Rotkohl auch von Du darfst. Dann ist das gut. Jetzt gucken wir aber mal, was Erasco macht. Was die können, das, ja, nicht unbedingt teuerste Produkt, denn bei der von Du darfst ist ja auch weniger drin, aber zumindest anders mit den Nudeln, die, wie gesagt, das habe ich euch gerade schon gezeigt, konsistenzmäßig kann man sowas vergessen. Achtung, hier, ich hebe jetzt hier so einen Block raus, seht ihr das? Das ist so ein Nudelblock. Sind total al dente, nicht, aber sie haben einen Nudelgeschmack, sie sind fast schon cremig gekocht, es fehlt hier auch ein bisschen Salz. Rein geschmacklich finde ich sie gut oder in Ordnung, Konsistenz wie gesagt, ist jetzt aber nicht so geil und ein bisschen Salz fehlt. Kommen wir zu dem Rotkohl. Ja. Der ist auch nicht schlecht, der ist nicht so süß, der ist so ein bisschen anderes Aroma mit bei. Oh, der schmeckt mir ganz gut, der Rotkohl. Wie gesagt, Konsistenz auch komplett verkocht und so, keine Frage. Aber rein geschmacklich finde ich den völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir hier zu der Soße. Auch dünn, so ein bisschen sehr abgebunden, wenn ich das hier nochmal vergleiche. Ja, wobei es eh nicht. Aber auch hier finde ich, Du darfst es würziger. Nee, oh, Du darfst, die Du darfst Soße ist echt der Shit. Die ist lecker. Die schmeckt mir gut. Wie gesagt, hier leider auch geschmacklich jetzt nicht so gut die Soße. Jetzt probier, da ist Soße auf meine Hose gefallen. Jetzt gucken wir mal, was die Roulade kann. Ich habe jetzt leider kein Messer mehr hier. Oh nein, das große Stück kann ich jetzt nicht in den Mund schieben. Wie sieht das denn dann aus, ob ich hier so Mukbang-Videos mache? Auch hier wieder eine sehr breiige Masse, sehr weich innen drin. Leute, mal, was denken die sich denn dabei? Schmeckt richtig. Als ob da einfach nur so ein paar Niemel drin ist. Also das ist richtig krass. Probier's mal hier nur noch das Fleisch. Moment, mal kurz aus der Kamera, das ist so groß. Ja, Entschuldigung, jetzt hört man gerade ein bisschen das Kaugeräusch. Also das Fleisch, finde ich, ist auch wieder ein bisschen dicker. Also vielleicht ist es auch... Natürlich ist mal Fleisch ein bisschen dicker und dünner, vielleicht bei der Verarbeitung. Deswegen ist es vielleicht jetzt auch nur Zufall, dass bei Du darfst ein bisschen dünner war. Aber ich bewerte das, was ich hier habe. Was bleibt mir übrig? Der reine Geschmack der Roulade fand ich von Aldi am besten. Wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich auch mal, so makaber wie es klingt, Tiere, die besser schmecken als andere. Das ist halt so. Deswegen liegt es vielleicht auch daran. Und Fazit des Ganzen. Kein Gericht hat mir wirklich gut geschmeckt insgesamt. Es gibt überall so ein bisschen Highlights. Der Rotkohl von Du darfst ist für mich wirklich lecker gewesen. Der Kartoffelpüree war von den Stärkebeilagen mit den Nudeln das Beste. Diese komische Kartoffelmasse hier. Oh, hoffentlich fällt jetzt die Soße nicht raus. Diese hier, die ist ein Totalausfall. Also die geht wirklich gar nicht. Die Soße von Du darfst ist auch lecker. Die Roulade... Bei Aldi am besten Roulade selbst. Deswegen insgesamt müsste man aber eigentlich Du darfst zum Testsieger erklären, weil einfach das Püree in Ordnung war, die Soße in Ordnung war und auch der Rotkohl in Ordnung war. Der von Erasco war vielleicht noch ein Ticken besser, aber der Unterschied ist jetzt... Ups, den muss ich aufstoßen. Entschuldigt bitte. Ich hoffe, ihr habt nichts gehört. Der hier beim Essen. Was rülpset und furzelt ihr nicht, hat es euch nicht geschmeckt. Ich weiß, ich habe es neulich schon gesagt. Aber, wobei es hat mir ja nicht geschmeckt. Also warum musste ich aufstoßen? Nun gut, das ist das Fazit des Ganzen. Man bezahlt 2 Euro bis 3 Euro, das ist nicht viel Geld. Dafür bekommt man eine zumindest
durchgehende Mahlzeit, die auch jetzt vielleicht keinen Bauarbeiter satt macht, aber die einen erstmal satt macht. Vielleicht kann man dann sagen, für das Geld ist das in Ordnung, vor allem wenn man nur 2 Euro bezahlt. Für das Geld ist das vielleicht in Ordnung, aber man darf nicht, wer weiß was, erwarten. Wenn man mit diesem Ding dahin geht, ist das super. Und es gibt natürlich auch den positiven Aspekt von solchen Gerichten, denn ich bin keiner, der das verurteilt. Alte Leute zu Hause, die nur eine Mikrowelle haben, oder sonst halt einfach auch keine Lust haben, sich was zu essen machen. Ich finde das in Ordnung, wenn es dann sowas gibt. Ich habe da auch schon Gerichte gegessen, die schmecken. Das ist jetzt hier natürlich auch alles meine subjektive Meinung. Schreibt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was findet ihr ist ein richtig gutes Fertiggericht? Welche soll ich vielleicht mal nachtesten? Oder was für einen ähnlicher Vergleich? Was für einen würdet ihr hier gerne auf dem Kanal sehen? Schreibt es mir. Und ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen. Danke und ciao. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, witzig, die 3 Hersteller haben etwas gemeinsam. Und zwar haben sie alle, glaube ich, den gleichen Hersteller von diesen Plastikdingern. Die machen die ja nicht selber. Wie ihr seht, passt das alles perfekt ineinander. Und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich hier mein Essen rausportioniert habe, um es mir in den Kühlschrank zu packen. Und im Kartoffelpüree habe ich gegessen. Und hier werde ich wohl gleich wohl oder übel auch noch ein bisschen was von essen müssen. Also, danke nochmal. Ciao.